Ja, bevor es heute richtig losgeht, möchte ich euch überhaupt mal zeigen, hier auf der Google Maps Map, Google Maps Map, sagt man das so, wo ich überhaupt war in Berlin und wo ich überhaupt lang gedonnert bin. Und zwar habe ich sozusagen hier, da, ich habe nicht im Kochhaus gewohnt, aber hier auf der Ecke, hier genau war unser Hotel an der Schönhäuser Allee. Hier war direkt die U-Bahn und den Morgen bin ich dann in die U-Bahn rein. Bin dann sozusagen hier mit der U-Bahn, ich mache mal ein bisschen größer, hier runtergefahren bis. Nein, Quatsch. Ach herrje, hier. Da, Meinberger Hotel. Da, genau, das da. Seht ihr das da oben? Das war mein Hotel. Ich hatte mich eben gerade ein wenig verirrt. Genau, Senefeldplatz. Da war, genau, da war das Hotel. Da, genau auf der Ecke. 89, oh, das war teuer. Warum ist das so teuer? Wir haben, glaube ich, irgendwas bei 50 Euro bezahlt. Naja, auf jeden Fall bin ich hier in die U-Bahn rein und bin dann hier runter, diese Schönhäuser Allee runter. Genau bis zum, genau, hier war das Museum, bla bla bla. Und dann hier Schönhäuser Allee runter. Dann Weißenstraße, jetzt muss ich mal gucken, bis zum Alex auf jeden Fall. Bis zum Alex. Der Alexanderplatz ist hier unten. Genau, da ist der Fernsehturm. Ich hatte gesagt, Funkturm ist natürlich der Fernsehturm, ne? Und hier ist auch das Menschenmuseum. Und ja, genau, hier bis hierhin. Und dann mit der S-Bahn, dann sozusagen, wenn ich hier näher rangehe, wird auch bestimmt die S-Bahn angezeigt. Bin ich dann, Moment, eben hat es noch besser geklappt. Mit der S-Bahn bin ich dann hier, genau, Berlin-Alexanderplatz. Und dann habe ich die S-Bahn genutzt und bin dann hier rüber. Hier ist der Hackersche Markt, auf den ich auch gestern war, mit dem Fassgart. Ne? Habt ihr alles gesehen? Hackerscher Markt. Und da geht es dann weiter zur nächsten S-Bahn-Station. Hier Friedrichstraße. Und hier Hackersche Markt, wenn man hier mal guckt. Hier ist dann auch die Museumsinsel, dieser Bereich hier. Aber ich bin dann weitergefahren mit der S-Bahn nach hier, Friedrichstraße. Und dann, ich hoffe, das geht jetzt nicht so schnell, hätte ich eigentlich auch hier Brandenburger Tor fahren können. Das habe ich aber irgendwie immer nicht gemacht, sondern ich bin ganz hier hinten zum Hauptbahnhof gefahren. Da ist der Bundestag, hier ist der Bundestag, genau. Kanzleramt, Reichstagsgebäude. Und ich bin aber da ganz hinten zum Hauptbahnhof gedonnert. Das ist die Siegessäule, genau. Hier bis zum Hauptbahnhof, genau. Da gibt es auch ein Meininger Hotel und hier ist der Hauptbahnhof. Und dann bin ich zu Fuß hier rüber bis zum Bundestags und bis zum Reichstagsgebäude. Was dann ja irgendwo hier ist, ne? Wo ist es denn jetzt? Ich hatte es doch eben. Brandenburger Tor, Reichstagsgebäude. Hier ist das Reichstagsgebäude, auch mit der Kuppel und so. Sieht man ja auch hier sehr schön. Und ja, von da aus ging es dann weiter. Und so habe ich Stück für Stück sozusagen Berlin erkundet. Genau, ich bin dann nämlich hier zu dem Denkmal für die ermordeten Juden. Das ist genau hier, dahin. Und das steht euch heute bevor. Da müsst ihr mit mir lang. Und ja, jetzt aber zum Video. Freut mich, dass der erste Teil schon so gut angekommen ist und ihr so viel Spaß dabei hattet. Jetzt geht es weiter. Genau. Ja, dann am Brandenburger Tor beziehungsweise am Reichstag. Da, Reichstagsgebäude. Da gehen wir heute hin. Auf geht's. Ja, hallo. Das ist jetzt der zweite Tag in Berlin, so richtig. Und heute ist auf jeden Fall, ja, ist Reichstag angesagt, die Reichstagskuppel, da will ich reingehen. Und ich habe mir ein bisschen Sonnenbrand geholt, ne, so auf Verblähte. Und neue Kamera funktioniert sehr gut. Ja. Mal gucken, wie die Aufnahmen so werden. Ich hoffe doch gut und dass ich das hinterher dann auch irgendwie zum Video zusammenschnipseln kann. Ufo hat sich noch nicht gemeldet. Ich bin mal gespannt, ob der sich noch irgendwie mal durchruft. Ich muss jetzt los. Eingecremt habe ich mich. Straff mit Sonnenschutzfaktor 30. Sollte heute nichts mehr passieren. Wetter ist top. Und das hier ist so ein bisschen mein Zimmer. Kann man zeigen. Das hier ist unser Zimmer. Also das, ne? Wir haben so ein Kinderbett. Nein, wir haben hier ein normales Bett. Und ich reiche mal hier so ein bisschen rum. Na, ist klein, hat auch hier hinten so einen ganz hässlichen Hintergrund. Aber, naja, aber sonst geht's, ne? Wenn ich die Kamera so halte, so,
Es geht eigentlich. Ja, könnt ihr mal ein bisschen gucken. Viel gibt es nicht zu sehen. Fernseher haben wir da an der Wand. Und ja, kleines Klöchen. Und das ist die Aussicht nach draußen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen übersteuern, ein bisschen hell sein. Guck mal, kostet 200 Euro, wenn ich hier raus drinne. Ja, kann man so rausgucken. Naja, okay, ich mache mich dann mal auf den Weg und ihr kommt hoffentlich mit. Ja, und so bin ich dann losmarschiert und das Wetter war, wie ihr schon seht, wieder ganz fantastisch. Berlin zeigte sich mal wieder von seiner besten Seite. Ich hatte mir am Tag davor Blasen unter den Füßen gelaufen, einfach von dem Straßenpflaster, was so unregelmäßig ist. Und hat es auch ein bisschen übertrieben mit der Strecke, die ich dahinter mich gebracht habe. Und naja, ich habe mir Blasenpflaster zugelegt und dann ging es wieder und irgendwann war auch alles wieder gut und mein Weg führte mich zuerst zum Reichstag. Und halt erstmal zum Hauptbahnhof von Berlin, der wirklich riesig und gigantisch ist. Und ja, alles Weitere sieht er dann gleich, wenn ich im Gebäude drin bin. Und das ist erstmal der Weg dahin. Ja, mal wieder latschen, ne? Also auch wenn die Sonne aus allen Löchern schien, war das Kanzleramt für mich immer noch so ein Punkt, wo ich immer noch nicht so genau weiß, ob ich das mag oder nicht. Irgendwie ist mir das Ganze zu modern und zu... Ja, Kanzlerwaschmaschine nennt man das Ganze und das kann ich unterschreiben. Sieht aus wie eine Waschmaschine, aber manche Leute finden ja auch Waschmaschinen schön. Das ist der Bundestag hier. Muss ich ganz leise sein. Da stehen die dicken Limousinen und auch die Polizei. Und da oben latschen dann rum und da fahren mit Fahrstuhl unsere lieben Politiker. So, da hinter mir ist der Reichstag. Da wollen wir heute rein. Da oben ist die Kuppel und wir haben jetzt schon mindestens 25 Grad oder so und es ist total warm und es wird bestimmt total heiß da oben in der Kuppel. Ich habe mäßigen Sonnenbrand, habe mich aber heute eingecremt, eingeschmiert. Ich versuche mal, ich habe gar nicht so lange Arme. Ich habe gar nicht so lange Arme, dass ich den Dreistampf drauf kriege. Das ist echt total geniales Gebäude. Müssen wir mal nachbauen irgendwie. Und ja, es ist ziemlich leer hier eigentlich. Mit der Bahn gefahren, mit der U-Bahn, dann mit der S-Bahn. Es geht ganz gut, kostet irgendwie 7 Euro Tagesticket. Naja, kann man machen, ne? Kommt man schnell hin und her. Und da hinten, da ist irgendwo das Sony Center. Und da ganz hinten sind diese jüdische Gedenkstätte. Da will ich auch noch hin. Mit den Steinen, ihr wisst schon. Aber erstmal geht's jetzt da rein. Ich drehe mal. So. Da geht's weit rein, da oben in die Kuppel. Ich versuche da mal ein bisschen näher ranzukommen. Da oben seht ihr, da latschen schon Leute rum. Da wollen wir auch rein. 11.30 Uhr habe ich einen Termin. Da oben mit der Kuppel. Okay, schauen wir mal. Uah. Ja, glücklicherweise hatte ich für den Reichstag bzw. für die Reichstagskuppel oben einen Termin gemacht und deshalb musste ich auch nicht warten oder so. Ich konnte ziemlich direkt durchgehen. Die anderen an einer anderen Schlange, die keinen Termin hatten, die mussten erst noch zu so einem anderen Haus hinlatschen oder zu so einem Stand hinlatschen, der war so 100 Meter entfernt, da sich eventuell noch einen Termin holen, aber für diesen, was war das überhaupt, dann Mittwoch oder so, war schon überhaupt kein Termin mehr zu kriegen. Und deshalb würde ich euch unbedingt empfehlen, wenn ihr da rein wollt, dann macht vorher irgendwie einen Termin übers Internet. Da könnt ihr auf die Seite drauf gehen vom Reichstag und könnt dann unter Reichstagskuppel könnt ihr einen Termin machen, könnt euch drei Termine aussuchen und einen kriegt ihr dann, oder ja genau, ihr könnt dann zu einem dieser drei Termine da hingehen, kriegt dann eine E-Mail und die müsst ihr euch ausdrucken, diese E-Mail. Es gibt insgesamt, glaube ich, zwei E-Mails oder so. Und das letzte ist oben auch mit so Bundesadler drauf. Das ist dann die offizielle. Da steht eine Nummer bei und dass du dann nur dann die Termine hast.
Und ja, das Ganze kostet nichts. Das ist das Schönste an der Sache. Nein, der Ausblick war das Schönste, aber der Ausblick kostet auch diesmal nichts. Es gibt nicht viel umsonst in Berlin, aber in den Reichstag kann man umsonst rein. Beziehungsweise kostenlos, ja, das alte Spiel, ne? Und man geht dann erstmal unten durch so eine Sicherheitskontrolle auf das Reichstagsgebäude zu, über die große lange Treppe, durch eine Schleuse und dann in den Fahrstuhl und wird dann hochgefahren und dann kommt man direkt in der Kuppel sozusagen raus. Und von dort aus hat man wirklich wieder einen grandiosen Blick über Berlin. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen für die Bilder, die ich da gemacht habe, aber echt viel gefilmt. Man geht dann in so einen gewundenen Gang, also eine gewundene Treppe, nee, Treppe ist es nicht, es ist ein Gang, geht man so ganz langsam nach oben und die Scheiben sind alle blitzeblank, da kann man überall wunderbar durchgucken und ich hatte natürlich auch noch richtig Glück mit dem Wetter, das war total grandios und es werden noch immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten hochgelassen, dass es da oben nie zu voll wird in dieser Kuppel, das heißt man hat immer genug Platz zum Gucken, man kriegt einen Audioguide, den man sich umhängen kann und der spielt automatisch an den Stellen, an denen man gerade steht, dann ab, was man gerade sieht, was da gerade im Ausblick sozusagen zu sehen ist von Berlin. Das ist total schön gemacht und man geht dann so zwei, dreimal rum und dann ist man ganz oben und oben ist die Kuppel tatsächlich offen. Das Loch da ist so, glaube ich, so 6 Meter groß und wenn es regnet, dann fällt das Wasser oben durch die Öffnung in einen Trichter, der da unter ist, der ist auch dieses Ding, was mit den Spiegeln versehen ist, was ihr kurz gesehen habt. Und fällt dann sozusagen nach unten, wird aufgefangen, wird aufbereitet und dann irgendwie wieder genutzt. Und gleichzeitig ist das auch die Abwärme, also die Lüftung für den Bundestag, der da unten ist, ne? Also für den Plenarsaal sozusagen. Und das ist total cool gemacht. Außen die Spiegel, die lassen sich auch noch, die drehen sich dann auch noch automatisch, sodass die gespiegelte Reflexion sozusagen immer auf die Solarpedal gestrahlt wird, die dann auf dem Bundestag sind. Das ist echt richtig durchdacht, das ganze Ding. Also nicht nur eine schöne Aussicht, auch noch schön durchdacht. Ja, und ich war ziemlich begeistert und kann das nur jedem empfehlen. Wenn ihr nach Berlin kommt, macht euch vorher einen Termin über das Internet und dann könnt ihr da über diesen... Ja, dann könnt ihr da halt rein. Ihr könnt halt rein und könnt euch diese wunderbare Aussicht angucken. Wenn es regnet, könnte ich mir vorstellen, ist nicht ganz so gut. Aber ich hatte echt Riesenglück an diesem Tag. Die Sonne schien aus allen Löchern. Und es war auch ziemlich warm in der Kuppel. Da oben war dann einer von diesen vielen Security-Leuten. Und der hat geschwitzt wie so ein Tier. Der hat mir richtig leid getan. Aber naja, so ist das nun mal als Security beim Deutschen Bundestag. Da muss man auch mal schwitzen, ne? Ja, was gibt's noch zu sagen? Wie schon gesagt, dieser Audioguide erzählt dann die ganze Zeit, wo man gerade ist und was man gerade macht. Und das fand ich total cool. Und danach geht's jetzt weiter wieder runter nach Berlin und rein nach Berlin. Aber das werde ich euch gleich auch nochmal persönlich vom Dach des Reichstages sagen. Ja, da bin ich nun, oben auf der Dachterrasse und es ist schön hier, Wind weht ein bisschen, ich hoffe, ich kann das ein bisschen abschirmen hier mit den Händen. War echt spaßig, man kann über ganz Berlin gucken, kriegt alles erklärt. Also auf jeden Fall sollte man das mal machen, wenn man hier gewesen ist. Das kostet glaube ich auch nichts, ich habe bis jetzt noch nichts bezahlt. Ich hoffe, das bleibt so. Also, dann bis gleich, dann gehen wir wieder ein bisschen durch Berlin. Jo, jetzt sind wir hier am Potsdamer Platz. Und hier der Zaudern ja geschrieben, soll irgendwo das Filmmuseum sein. Das muss ich jetzt noch finden. Aber das kriegen wir schon hin. Und da ist das Sony Center. Da gehen wir noch rein. Da. Leider war die Science-Fiction-Ausstellung schon seit 14 Tagen um. Und das Sony Center war aber wirklich beeindruckend mit seinem Sonnensegeldach und den ganzen Läden, die ist ja sogar wirklich toll. Und danach bin ich dann gleich zum Denkmal für die ermordeten Juden gegangen.
hier bin ich jetzt an einem Gedenkplatz für die getöteten Juden im Zweiten Weltkrieg. Hat man hier ganz viele Steinstellen aufgestellt. So ein bisschen in Wellenform das Ganze. Weil man kann ja so durchgehen. Ja. Filmpalast ist, also Filmausstellung ist nichts geworden, weil war zu. Also die war nicht zu, aber die Science-Fiction-Ausstellung war nicht mehr. Aber ich kann euch sagen, Berlin ist ganz schön groß. Man kann ganz schön viel hin und her rennen. Aber es macht Spaß, macht echt Spaß, liegt auch alles nah zusammen. Also wenn man mal guckt, da im Hintergrund, da sieht man jetzt nicht, ist das Brandenburger Tor. Und da ist im Grunde schon Potsdam und der Potsdamer Platz. Also total gut, alles ziemlich nah beieinander. Man kann das alles ganz locker auch zu Fuß erreichen. Jetzt habe ich gezoomt. Wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen an hier. Und ja, schauen mal so ein bisschen uns die Gedenkstätte mal an. Also im Grunde ist das wie so ein großes Labyrinth angelegt, aber alles ganz gerade, geraden Gängen, alles so in Wellenform. Das ist irgendwie cool, irgendwie bedrückend. Aber ich denke auch mal, genau das soll es sein. Schon ziemlich hoch. Also gut 3 Meter, würde ich mal schätzen. Und im Zentrum wird es immer tiefer. Sehr cool. Hier haben wir jetzt fast schon 4 Meter hohe Säulen. Fühlt sich irgendwie ziemlich klein dazwischen. Ziemlich eingeengt. Ja, auf jeden Fall sollten wir das mal gemacht haben, irgendwie, oder nicht? Was meint ihr? Gedanke daran, dass man dieses Denkmal mitten im Herzen von Berlin errichtet hat und dass ja im Grunde mitten im Herzen von Berlin diese Gedenkstätte liegt auf einem der wichtigsten Plätze, das zeigt auch, wie wichtig einfach diese Gedenkstelle für die Berliner ist, und das ist mir erst im Nachhinein klar geworden irgendwie. Es war auf jeden Fall gut, dass ich diesen Ort besucht hatte
und mal darüber nachdenken konnte und dieses Kunstwerk auf mich wirken lassen konnte, was ja eigentlich ein Mahnmal ist. Und ja, die Menschen haben es erst dann zu einem wirklich kompletten Kunstwerk gemacht, die da durch die Gassen geirrt sind. Und danach ging es dann wieder zurück zum Hotel durch Berlin und da kommt er am besten jetzt nochmal mit. Mit brennenden Füßen ging es dann durchs Brandenburger Tor, deshalb heißt das wahrscheinlich Brandenburger Tor oder so, keine Ahnung, vorbei am Adlon Hotel und an der Spree entlang und dann wieder zurück zum Hotel und das war Tag 2. Morgen geht es dann weiter mit Tag 3 von meiner Berlin-Reise.